Herzlich willkommen zurück bei Anno 2070 und wir haben Aufgaben zu erledigen. In erster Linie 2000 Jungs ranbekommen, aber ein wesentlich größeres, schwieriges Problem ist die Entwicklung der hier notwendigen Komponenten. Und ja, Energieversorgung ist jetzt mangelhaft, deswegen können wir eigentlich auch mal hier das Ganze mal ein bisschen ankurbeln, würde ich meinen. Pass auf, kommt hier die Bude hin, so. Da kommt. Ich kriege ein Credit. Oh Gott. Neuer Prototyp entwickelt. So. Modul fertiggestellt. 50 Credits kostet das Ding. Ach du Scheiße, das ist ja eigentlich nix. Ach du Kacke. Ja, zu 50 Euro. Ich kaufe mir einen riesen Schaufelrad, Bagger und Bulle, jetzt hier den ganzen Boden kaputt. So in etwa stelle ich mir das vor. Ja, wir brauchen Money. Meister Moneys Werkstatt. Nichts anfassen. Hier ist alles steril. Nun denn, der Wissenschaftsrat erwartet mich bereits. Gut, Energy Drinks fehlen, aber da müssten wir jetzt ja genügend Zucker haben, ne? Jo. Aus diesem Grund dürfte es relativ leicht fallen. Da jetzt weiter auszubauen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Machen wir mal hier die Bude hin. Das war so nicht geplant. Kommt sie hier drüben hin. So. Habt ihr jetzt davon, ihr Schlingel. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht nachgezählt, ob das passt, aber es sah gut aus und es ist auch gut, sehr schön. Das wird nicht passen, oder? Aber zum Glück sind wir ja Big Brain Move unterwegs. Tada! Und jetzt passt es. Oh, mir fehlt Geld. Oh, Money! Jetzt macht mal Plus hier, Jungs. Plus machen. Let's go. Lassen wir so. Warten wir nochmal kurz, bis wir die 500 Flocken beisammen haben. Das sollte ja nicht allzu lange dauern. Sehr schön. Also sollte das jetzt hier alles flüssig von der Hand gehen. Achso, ja, die bräuchten vielleicht noch einen Weg. Da
damit haben wir das auch verdoppelt, die Produktion. Damit fehlt uns wieder Carbon. Und wir können mal gucken, ob wir irgendeinen Scheiß verkaufen können. So, wie zum Beispiel Zucker. Beton und Sand. Willkommen bei SAAT. Wenn Sie mich dann bitte entschuldigen. So, und damit produzieren wir jetzt ein, zwei... Oh. Bauzellen fehlen mir. Modulentwicklung abgeschlossen. Oh, das geht schnell, du. Sehr schön. Das geht echt schnell hier, Alter. Das kostet ja nur 10 Sekunden oder was. Sekunden. Nicht schlecht. Gut, und dann brauchen wir hier noch 5 Filteranlagen, wenn ich mich recht entsinne. Und 2 Steuermodule. Und 5 Arbeitsdrohnen. Jo. Na dann viel Spaß, du. Woran würdest du denn am ehesten scheitern? Wahrscheinlich wieder am Geld. Aber wir können uns eigentlich auch mal hier kurz... Was führt Sie zu mir? Geht das nicht? Nur das kaufen? Selbst SAAT muss seine Forschungen finanzieren. So, wie 2 Filteranlagen waren das? Nee, ne? 5 Filteranlagen und 2 Steuermodule. Ja. Modulkonstruktion finalisiert. So, Trenchy, hast du eigentlich... Alles senkrecht. Warte mal, du könntest mal ganz kurz beidrehen. Wir können nämlich mal den Schnaps mitnehmen, was wir hier haben. Ist nicht viel, aber immerhin etwas. Nehmen wir noch Fisch mit. Und hier ein bisschen davon. Ich würde sagen, wir können auch nochmal hier ein bisschen die Produktion erhöhen. Wenn hier überhaupt 92% nur noch. Aber das ist immer noch okay. Da die ja wie gesagt nicht kosten, die Jungs. Kann man da auch mal 3-4 Stück mehr von bauen. Das ist halt alles platztechnisch nicht ganz so optimal dann. Aber das ist ja erstmal Rille. So. Optimal. Ist doch egal, woher das Zeug stammt. Guter Deal. Gut, danke dafür, mein lieber Freund. Das ist echt sau teuer, was der verkauft, ey. Das ist echt völlig abnormal. Gut. Fehlt nur noch eine Filteranlage. Und 800 plus mache ich. Holy shit. Nice. Finde ich gut. Eine Filteranlage, dann noch 2 Steuermodule und eine Arbeitsdrohne. Da würde ich schon fast sagen, könnten wir eigentlich mal hier so ein bisschen mehr von den Dingern bauen. Damit das hier vielleicht alles mal ein bisschen schneller vonstatten geht. Ja, dich brauche ich dafür nicht. Dich brauche ich. So. Ich hau dann mal wieder ab. Jo, alles klar. Hab noch einen schönen Tag und gehabt dich wohl, mein Freund. Bring was Schönes auf der Reise an dich, was du mir dann verkaufen kannst. Oh, jetzt fehlt Werkzeug tatsächlich. Modulentwicklung. Oh, ja, aber hier haben wir das Zeug. Das können wir auch mal mitnehmen. Fahren wir nochmal hier hoch. Nehmen wir hier nochmal alles mit, was wir hier haben. Hier ist natürlich nichts. So, dann. Neues Rohstoffvorkommen unter Wasser registriert. Goldnuggets. Schön. Das freut mich.
So, nee, das machen wir jetzt mal nicht. Wir nehmen uns den. Modulkonstruktion finalisiert. Was ist das? So, warum ist denn jetzt. Dann habe ich Zeit für Sie. Kommen Sie vorbei, wenn Sie wieder etwas benötigen. Ja, tut mir leid, ich muss das mal mitnehmen und hier. Voll drauf geschissen, brauche ich nicht. Die kommen schon irgendwie klar. So. Auch das für wichtigere Sachen. Aber ich meine, die werden jetzt hier, also sie haben jetzt hier keinen Luxus. Ja, das ist ganz schön hier am hart am Limit. Ich glaube, ich habe die Formel zum Glücklichsein gefunden. Ich muss es aufstocken. Fehlt mir nur noch eine Frau dafür. Weil ich brauche ja auch die 2000 Leute hier und da fehlen mir noch ein paar. Wir können auch einfach mal das hier machen. Könnten wir dann vielleicht wieder ein bisschen mehr ranbekommen. Okay, die sind aber hier auch alle bei 100%. Die sind gut ausgelastet. So, 5 Stück davon. War doch richtig, ne? Oh, nee, Quatsch. Halt, stopp. Was ist denn das? Motoren brauchen wir. Da, Motoren. Kerosin und... Scheiße. Eisen, Kerosin. Aber warte mal, Eisen kriegen wir, indem wir das hier rausmachen. Kerosin kriegen wir, indem wir das hier pausieren. Oder zumindest eins. Da hätte ich mal vorher nachgucken sollen. Das ist natürlich jetzt nicht so klug gelaufen. So. Ja gut, und dann müssen wir uns, können wir uns vielleicht doch mal hier, wenn wir jetzt eh warten müssen, dann können wir uns doch darum kümmern, dass die hier ein bisschen, ne, und so. Okay, hier mal ein bisschen mehr mit. Bauen wir einfach noch 2 von den Dingern hier hin. So. Erstmal mehr Strom. Ansonsten meckert sie ja gleich wieder rum. So. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. So, 2 Stück, check. Hoffen wir mal, dass das erstmal reicht. Oh, Alter. wie häufig wollte ich noch daneben klicken? Heilige Mutter Gottes, das war ja echt ein Ding. Kompetenz auf einem neuen Level, möchte ich das nennen. So viel Kompetenz, dass man quasi schon innen war. Ja? Also quasi die innen oder auch inkompetent. Kompetenz genannt, ja. Das ist schon erstaunlich. So, hier nochmal eine Brücke hin. Kriegen wir hier vielleicht noch? Ja, das wird nicht, ne? Wir machen das mal ordentlich. Da kriegen wir ja auch locker noch. Das doch ordentlich machen hier, ne? Tja. Das Spiel zwingt einen zur Ordnung. So, guck mal. Das war jetzt nicht optimal hier alles, aber
Schon ziemlich nah dran, würde ich meinen. So. Dann wird das jetzt hier wieder alles aufgeladen und mitgenommen. Dann erstmal zwei weitere Kaffeeplantagen. 3, 4, 5. So, 6. Und hier geht's weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt hier ganz hervorragend reinpassen. Brauche ich nur ein bisschen Carbon für. Ach so, die brauchen. Die verschwinden hier gerade meinen ganzen Carbon, ey, Schweine. Ich will ja für euch was bauen und ihr verbraucht einfach mein Carbon, Leute. So läuft es nicht. Konnten wir immerhin schon mal eins von den Dingern bauen. Modul fertiggestellt. Brauchen wir nur noch vier weitere. Vier? Vier weitere waren es, glaube ich. So, fünf. Sechs. Sieben. Was? Acht? Achso, ja, okay, gut. So, gut. Dann, ach komm, ich baue trotzdem noch ein. Ich brauche nur hier hinten noch eine Kaffeemaschine. Setzen wir es hier hin. Just to be safe. Hoppala. Upsala. Ja, brauchen wir noch ein bisschen Carbon. Aufgepasst. Trenchcoats Fundgrube ist im Anmarsch. Ja. Wir haben keinen Platz mehr für Spiritus. Das ist natürlich sehr bedauerlich, aber Trench wird es gefallen. Gucken, wie viel er uns dafür gibt hier. Bestimmt nicht viel, so 1000. Na, sieh einer, aber Rechnung gibt's keine. So. Wenn das dann alles fertig ist, dann können wir zum finalen Schritt übergehen und dann geht das richtig steil. Komm, 2 Tonnen Carbon bitte noch. 1 Tonne Carbon nur noch. Lediglich eine einzige Tonne. Dankeschön. So, wie sieht denn das aus hier mit 3... Okay, Kerosin haben wir nicht mal ansatzweise genug. Modulentwicklung abgeschlossen. Oh, warte mal. Nee, warte, wir brauchen gar nicht mehr so viel. 5 Tonnen noch. Let's go! Achso, ich bin dumm. Ich habe gerade hier geguckt. Ja, ist doch 5 von 5. Ja, können wir das doch abholen. Ist ja super. Warnung. Produktion gestoppt. Ökobilanz. Werte fallen. Oh nein. Verbesserung der Ökobilanz. Ja, was denn jetzt? Fallen sie oder steigen sie? Ihr müsst euch entscheiden. Minus 9%, Alter, wegen dem ganzen Smog hier.
Productivity. 50% reduziert. Bitch, what? Das ist ja mal völlig krank. Ich setze mal hier noch so ein Ding hin, damit wir da vielleicht ein bisschen gegensteuern können. Überlappt sich ein bisschen, ne? Aber wow, Alter, 50% reduziert. Das ist anders heftig. Energieversorgung mangelhaft. Ich kümmere mich gleich. Erstmal muss ich hier nochmal ein bisschen was zumindest rausholen, damit es nicht ganz so ultra scheiße ist. Also jetzt ja Strom, ja klar. So. Kam eben in den Nachrichten. Ab sofort doppelte Zulage am Wochenende. Ja. Ja, bräuchte ich eigentlich nur hier dann das nächste Level, damit wir hier die geilen Dings bauen können, aber... Okay, jetzt haben wir... 78%. Nicht gut, aber... deutlich besser als 25%. 2000 Forscher brauche ich, okay, alles klar. Diese Stadt ist ein fabelhafter Ort für Wissenschaft und Forschung. Nobelpreis! Ich komme! Wir haben jetzt... Eigentlich dürfte das reichen. Ja, tut's auch. Ob ich mit zwei Köpfen noch schneller denken könnte, oder würde ich mich mit mir selbst streiten? Das sind berechtigte Fragen, die man sich da stellt, auf jeden Fall. Na, gucke mal, da kriegen wir das doch diese Folge tatsächlich auch noch hin. Also ich hatte damit gerechnet, dass es länger dauert. Aber... easy. Also ich hatte wirklich damit gerechnet, dass es durchaus lange dauern kann und war schon überlegen, ob ich jetzt hier in einem Rutsch komplett alle aufnehmen muss, damit ich nicht das Problem habe, dass irgendwann die Aufgaben nicht mehr existent sind, sage ich jetzt mal. Und man diese Aufgabenreihe abbrechen muss oder so. Aber das war jetzt hier, keine Ahnung, vielleicht mit 3 Stunden. 3 Stunden, 3 Aufgaben, das ist nix. Super entspannt. Also außer es kommt jetzt hier gleich noch irgendwas, aber an sich war es ja immer mit der Entwicklung dieses komischen Mega-Cubes hier zu Ende. So, wie schaut's aus, Leute, hier? Da fehlt doch nicht mehr viel. Ich arbeite an einer Maschine, um die Zeit zu verlangsamen. Es gibt einfach so viel zu tun. Willst du nicht erstmal irgendwie die Energieprobleme auf der Erde in den Griff bekommen, bevor du eine Zeitmaschine baust? Achtung. Tja. Produktionsstillstand. Die hinten haben keine Informationen, deswegen sind die nicht happy. Jetzt besser? Laut Medienberichten sollen bereits Kinder wissenschaftlich ausgebildet werden. Je früher, desto besser. Ja, sehe ich jetzt nicht ganz so. Oh, das geht ja zügig. Wie lange dauert das? 1 Minute, krass. Aber auch hier wieder 500% obendrauf. Ja, nice, dann haben wir es doch gleich gepackt. Also ja, hier die... Nein, machen wir immer noch nicht. Der Wissenschaftsrat ist Ihnen zu Dank. Sie dürfen mit niemand... Oder weißt du was? Das machen wir doch noch. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit in der Folge. Achtung, deswegen machen wir das jetzt hier. Produktionsstillstand. Wir holen jetzt hier uns noch mal ein bisschen was von ihm, hier Carbon. Was kann SAAT für Sie? Sie können jederzeit mehr SAAT-Equipment erwerben.
So. Das. Einfach nur um zu gucken, also wirklich hier, um auch jede Aufgabe abzuschließen und so, ne, damit das auch alles ordentlich ist. Und ja, wie gesagt, aktuell, wir sind bei 25 Minuten in dieser Folge. Da können wir ruhig nochmal einen Moment uns Zeit nehmen. Das ist immer noch exakt die gleiche Bude hier. Nice. Eines Tages werden sie. Unsere Vorräte sind knapp. Ein übereilter Geschäftsabschluss bringt ohnehin nicht. Sie interessieren sich für unser bescheidenes Angebot. Dann ist es beschlossen. Vielen Dank für den Müll, den du mir gegeben hast. Ich bring dir jetzt auch mal ein bisschen Müll. Danke. Sie haben mehr für. Ja, nice. Es hat funktioniert. Wir haben soeben die Energieversorgung für alle zukünftigen Generationen gesichert. Bist du dir sicher? Was hast du denn jetzt gebaut? Sie haben der Wissenschaft, nein, der ganzen Welt, einen großen Dienst erwiesen. Ja, kein Problem. Das war jetzt hier der Geothermalgenerator oder was auch immer ich da erforscht habe, ne? Supi, guck mal. 300 Karrierepunkte. Zurück zur Missionsübersicht. Jetzt würde mich mal interessieren, steht da auch, dass ich das jetzt gepackt habe? Je mehr, je mehr man dem Gedanken gibt, umso mehr entzieht man sich der Tat. Ich bin jetzt Forscher. Sehr schön, da freue ich mich. Der Weltrat erbittet Ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit. Nö, habe ich schon gemacht, tut mir leid, gibt's nicht. Mehr gibt's, Nate. Hoppala, nein, halt, stopp, nicht Spielladen, Einzelmission. Ich hatte gedacht, hier stand das doch gerade noch. Ach, ich habe jetzt 16 Punkte zugesteuert. Die gibt 1, die gibt 5, die gibt 10. Ich habe 16 Punkte zugesteuert und die Weltrang 1 hat 87 zugesteuert. Das heißt, ich müsste die Mission jetzt noch 8 Mal machen, damit ich Erster bin. Das wäre mir zu blöd. Ich meine, wenn ich ganz viel Spaß dran habe, ja, okay, aber nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Naja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir die Weltgeschehnisse, das Tiefseegedöns hier, erfolgreich absolviert. Und demnach würde ich jetzt sagen, heute eine etwas kürzere Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und in der nächsten Folge widmen wir uns dem Machtspielen. In dem Sinne, habt noch einen wunderbaren Tag und lasst euch nicht ärgern. Bis dann. Ciao.